Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia 2. Die Geschichte von der letzten Folge haben wir ja alle mitbekommen. Das war maßlos spannend, aber leider schon bekannt aus dem ersten Teil. Das heißt, da gab es nichts Neues. Und ich schaue mich hier nochmal schnell um, ob ich neben dem Zylinder, den ich gefunden habe, dieser Reliquie und dem Text vom Alexei noch was findere. Nein, tue ich nicht. So, wir haben eine Reliquie. Ich habe zuerst überlegt, die Reliquie, die wir gefunden haben, könnte sein wie ein Trommelzylinder, dass der Hans für unten diese Galoppmaschine produziert hat. Aber im zweiten Gedanken war mir eigentlich bewusst, dass sie doch nur dafür da sein kann, die Sud aufzufangen. Nö. Oder auch nicht. Schwer zu glauben. Kannst du auch nicht auf den Tisch abstellen. Ich hätte echt gedacht, das Ding hier, das wär's. Jukol-Reliquie. Kann sie nicht hier abstellen. Ich kann sie nirgendwo hin tun. Fehlt etwas, um das. Es fehlt etwas, um das. Das Ding kann ich auch nicht benutzen. Ich habe hier irgendwie gepumpt. Das war das Feuer an. Es fehlt etwas, um das. Es fehlt etwas, um das zu betätigen. Ich frage mal den Schweigemönch. Verzeihung, ich. Verdammt. Na, vielleicht kann ich ja mit dem Ich Parsel darf sprechen. Hans nicht im Stich lassen. Ist klar. Oh, halt. Halt, aber nee, das funktioniert ja nicht. Es hieß, dass der Rauch oder so. Der Rauch. Kann hier nichts anzünden. Da fehlt mir wohl noch was. Und hier war auch nichts dabei. Ja. Dann ist das Reliquium vielleicht doch für irgendwas anderes gedacht. Schade. Ich war jetzt so zuversichtlich. Die Frage ist jetzt, wie clever war Kate? Hat sie denn das alles wieder zugemacht, dass die Ordensmitglieder hier nicht erkennen, was wir gemacht haben? Können wir den davon überzeugen, wenn wir dem das Buch geben, das wir gefunden haben? Oder Guten können wir nur Tag, mit ihm Pater. reden? Grüß Gott, mein Kind. Ha, hervorragend. Nein. 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 Hier vorne war noch ein Schloss. Irgendwo hier, da. Wirklich irgendwie bekommen. Irgendwie bekomme ich das schon auf, aber wie? Sägenschere geht's nicht. Bürsten hilft nichts. Mit dem Krug natürlich auch nicht. Abfackeln hilft auch noch nicht. Schade eigentlich. Brauche einen Schlüssel. Ja, nicht sehr gesprächig. Also da drinnen waren wir. Dort haben wir dann
die Kerzen angemacht. Nachdem wir die Kerzen angemacht haben, haben wir dann eine Schleuse geöffnet. In die Schleuse haben wir dann unser Glasauge eingesetzt. Das Glasauge hat auf eine Gegenseite geleuchtet, die wir hier sehen. Dann waren wir hier und haben das Geheimversteck von Tyranov gefunden. Mit seinem großen Buch und natürlich mit, zu einem Überfluss, mit dem Kelch. Ich hätte jetzt ganz gerne dieses Auge. Das muss ich nicht machen. Nein, nicht mehr? Schade. Ich hätte gerne dieses Mammut-Dings nochmal mitgeholt. Das hätte bestimmt den Hans sehr gefallen. Nix. Hier ist auch nix. Ich schaue nur noch mal nach. Nicht, dass ich irgendwo was habe liegen lassen. Ja, nee. Das Einzige, was ich machen kann, ist das Ding holen, aber das wird sie wahrscheinlich nicht mehr anfassen wollen. Das muss ich nicht machen. Ja. Dachte ich mir. Okay. Dann haben wir diesen Raum komplett abgeschlossen. Aber wie geht es jetzt weiter? Ich kann ja diesen Sud nicht auffangen. Hm. Hier steht nichts rum. Schauen wir doch noch mal kurz bei Hans vorbei. Vielleicht kann er uns ja doch noch mal was sagen und helfen. Hans? Hm. Alles gut, Hans. Fehlt etwas um Käse und hartes Brot? Es fehlt etwas, um es fehlt etwas um. Wie wär's Streichhölzer? So, Auge ist dann dafür da, hier wieder reinzulesen. Bringt also nichts. Münzen kann ich auch nicht reinwerfen. Ich brauche das Kraut. Ich brauche also noch mehr von dem Kraut. Es fehlt etwas um. Also, wir brauchen einen Behälter und dann, um die Sud gekochte aufzufangen. Denke ich mal. Wäre so jetzt meine naheliegende Lösung dafür. Leider können wir den Eimer nicht mitnehmen. So brauchen wir was anderes. Ja, Schweigegelübde. Alles klar. Kommen wir ein andermal vorbei. Dann plaudern wir. So. Nix. Hier ist nichts auf den ersten Blick. Puh, recht steil. Tja, mit einem Schlitten könnte man da runter. Ich habe keinen Schlitten. Ich befürchte das Schlimmste. Was greift er da? Bei diesem Sarg bekomme ich Gänsehaut. So, Sarg, Grab. Hm. Hätte ich das Kraut doch nur nicht in diesen Kochtopf geworfen, dann hätte ich den Kraut jetzt.
Ja, hier ist aber auch nichts mehr zum Abernten. Kann ich nichts machen. Schade. Ich bin gerade ein bisschen vom Rätseln überfordert. Macht für mich gerade keinen Lösungssinn. Also ich könnte natürlich auch noch das Buch irgendwie auf den Tisch legen, wenn da... Oh! Buch. Genau. Aber das macht Sinn, oder? So, irgendwie macht das schon Sinn, wenn man da sagt, das Rezept lege ich mir auch nochmal auf den Tisch. Um dann alles richtig zu machen. Ja, prima. Wir wollten es nicht anschauen, diesmal nicht. Nö. Schade. Auch diesen Brief nicht. Wurzelbürste. Also irgendwie ja, die Streichhölzer haben was damit zu tun. Aber ich krieg sie noch nicht aktiviert. Die Münzen auch nicht. Es fehlt etwas, um... Aber was fehlt? Was fehlt? Ich bin gerade komplett überfordert. Was könnte das fehlende Element sein? Ja klar, logischerweise irgendwas, was wir gerade auf der anderen Seite am Köcheln sind. Die beiden konnten uns nicht weiterhelfen. Hier kämen wir wieder zu dem Patriarchen. Hier kommen wir nirgendwo hin. Das Ding haben wir geräumt. Und Becher haben wir auch schon weggestellt. Ich kann hier auch nichts bürsten oder schrubben. Hemmene. Schlüssel hilft auch nichts. Heckenschere hilft nichts. Süßwaren helfen nichts. Es fehlt etwas, um das... Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Im Ernst? Da muss man erstmal drauf kommen. Warum steht da nicht dran, dass das eine Wachsmacherei ist, also Kerzenmacherei ist? Dass ich noch einen Halm gebraucht habe. Oh Mann. Oh Mann. Eigentlich war das Rätsel gar nicht so knifflig. Hätte man gewusst, was das überhaupt ist. An dem man da rumwerkelt. Was an ihrem Topf drin rumdümpelt. Außer Wachs haben wir jetzt die Kräuter dazu getan. So, Kerze ist drinne. Einmal Dufterzeugnis. Das ist irgendwie hübsch. So ein selbstdrehendes Lichtspiel.
Das ist genug Rauch für heute. Ich hätte es ja gern mitgenommen. Das ist genug Rauch für heute. Okay, Streichhölzer haben wir noch. Das ist schon mal gut. Wir haben nichts verbraucht. Hans, wie geht es Ihnen? Geht. Ganz gut. Warum bin ich hier? Das erkläre ich Ihnen später. Gehen wir? Können Sie laufen? Würde ich gerne, aber... Bleiben Sie liegen, Hans. Ich schaue nach, wie wir von hier wegkommen. Und diesen Plan haben wir ja auch irgendwie schon gefasst. Hans, wie geht es Ihnen? Geht. Ganz gut. Warum bin ich hier? Das erkläre ich Ihnen später. Gehen wir? Können Sie laufen? Würde ich gerne, aber... Bleiben Sie liegen, Hans. Ich schaue nach, wie wir von hier wegkommen. Okay. Gut. Ich hab gedacht, vielleicht sagt er mal was anderes oder sie. Aber nein. Das Thema blieb... eigentlich das Gleiche. Der Wortlaut blieb sogar gleich. Von daher werden wir jetzt mal auf dem Friedhof nachschauen, ob der Schaufelmensch, der ist noch dabei. Ob wir dem irgendwie die Schaufel wegnehmen können. Oder vielleicht können wir ihn anderweitig verjagen. Ich hoffe, der ist nicht für Hans gedacht. Bei diesem Sarg bekomme ich Gänsehaut. So. Recht steil. Aber wie geht's weiter? Ich kann ihn nicht mit irgendwas ablenken. Auch nicht mit einem zu kleinen Schlüssel oder mit Süßigkeiten bestechen. Bestechen, ne? Nee, geht auch nicht. Also, lasst mich kurz nachdenken. Wir könnten mit dem Priester reden. In der Hoffnung, dass er uns jetzt was anderes sagt, nachdem wir sagen, ja, Hans geht's besser, wir möchten ihn weiterfahren lassen. Das wäre mal die eine Idee. Die andere Idee ist natürlich, dass wir dieses Schloss aufkriegen. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Oh, das war einfach. Der ist gar nicht da. Platzierter Schlüssel. Ja, auch ziemlich dreist. Einfach mal, ist das oder ist das nicht? Ich nehme ihn mit. Wird schon passen. Diebstahl ist jetzt so ein hartes Wort, aber mir fällt kein anderes dafür ein, was wir gerade gemacht haben. Ganz nebenbei gesagt. So. Schick, schick, schick. Wir können an Seilen ziehen. Ich schätze mal, wenn wir an den Seilen ziehen, laufen die zum Gebet, weil sie urzeitlich im Blick haben. Vorhersehbar. Alles leer. Das heißt, wir können Hans abholen. Aber bevor wir das machen, sollten wir vielleicht unseren Fluchtweg vorbereiten. Wäre jetzt so meine erste Intention, das Ganze hier in die Wege zu leiten. Das ist kein guter Schlitten. Hey, das ist kein guter Schlitten. Das ist ein Sarg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Für Schlittenfahrten nicht geeignet. Puh,
Recht steil. Aber mit einem Schlitten könnte... Deine Zuversicht möchte ich haben. Also wirklich. Als Kind habe ich ähnlichen Blödsinn gemacht, aber ich glaube, diesem Alter bin ich entwachsen, dass ich mich mit irgendeiner Kiste den Hang hinunterstürze und sage, juhu, das ist Schlitten. Das mache ich selbst schon nicht mehr. Ganz ehrlich. Oh, dem geht's richtig gut. Können wir dieses Ding mitnehmen? Das, das ist genug Rauch für heute. Es geht nicht um den Rauch, es geht darum, dass ich es mitnehmen möchte. Was ist los, Kate? Gehen wir hin. Ja, Kate. Wir müssen uns beeilen. Sagte er und brauchte für den Weg 47 Minuten. No! Do not go! No! You must stay! Stop them! Welch rasante. Hat richtig Spaß gemacht, Kate. Ja, Hauptsache, du hattest Spaß. Ihm geht's wieder gut, er kann ordentlich basteln. Hans? Mhm. Wie war die Abfahrt? Hans, können wir nun unsere Reise fortsetzen? Ich muss noch etwas zu Ende bringen. Aber Sie könnten mir dabei helfen. Gern. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich habe das mechanische Herz repariert für die Pferde. Aber ich bin jetzt zu müde. Bitte gehen Sie für mich zum Kabarett und bauen Sie es ein. Ja, tue ich gerne, Hans. Seien Sie unbesorgt und ruhen Sie sich etwas aus. Also ich persönlich warte nur noch darauf, dass wir das Ding hier verlassen, den Zug. Und prompt geht's weiter, dass er wieder entführt wird. Hans? Mhm. Erzähl doch mal was von dem mechanischen Herz. Ein mechanisches Herz? Was genau? Bloß ein kleiner Mechanismus. Ohne ihn sind die Pferde... Mhm. Es ist sicher nicht leicht, ihn einzubauen. Aber nein. Es ist wirklich ganz einfach, Kate. Das schaffen sie schon. Und können wir dann abfahren? Hans? Ist sonst noch was zu tun, bevor wir abfahren? Sobald der Pferdeautomat funktioniert, können wir weiterfahren. Okay, wie geht's dir? Alles in Ordnung, Hans? Ja, geht schon wieder. Bin nur ein bisschen müde. Wie lautet unsere Mission? Sie wollen, dass ich das Herzstück zu Zirkus bringe? Zirkus ist ein alter Freund, aber er versteht nichts von Technik. Sie müssen ihm dabei helfen, es einzubauen. Na gut, ich gehe zu ihm. Ruhen Sie sich aus. Wie war es im Kloster? Ich hoffe, der alte Patriarch hat's endlich begriffen. Der Patriarch ist ein engstirniger Mann. Kann man wohl sagen. Dieser Kerl ist absolut fanatisch. Bis nachher. Kommen Sie schnell zurück. Okay, ich mutmaße jetzt mal, dass wir einen zweiten Feind haben. Also außer dem Verfolger der Kanzlei haben wir jetzt wohl einen echten Widersacher. Nämlich den Patriarchen. Ich würde mal Oskar ärgern. Mal sehen, ob noch irgendwas vorzubereiten ist, zu machen ist oder sonst wie. Oskar, das war kein Kloster, sondern ein Gefängnis. Aber es ist mir gelungen, Hans herauszuholen. Sie sind geflohen? Alle Achtung, Kate Walker. Er ist nicht so gesprächig, aber das können wir ja auf der Fahrt nachholen.
Dann belästigen wir ihn noch den ganzen Tag und telefonieren mit ihm und so weiter. Wir sollten hier den Colonel warnen, dass das Kloster verrückt ist. Colonel? Was gibt's denn noch, mein Fräulein? So, der ist jetzt auch nicht mehr so gut gelaunt. Ich habe noch eine letzte Sache hier zu tun. Etwas, was die traurige Stimmung dieses Städtchens ein wenig aufmuntert. Du bist ja sehr geheimnistuerisch. Gehen Sie zu Zirkos. Dort werden Sie mit eigenen Augen sehen, was für Wunderdinge Hans Vorarlberg vollbracht hat. An einem der nächsten Abende werde ich hingehen. Das verspreche ich. Gut. Hans geht es ein wenig besser. Sein Fieber ist gesunken. Oh, welch gute Nachricht. Der alte Patriarch versteht also doch ein bisschen was von Medizin. Das habe ich nicht gesagt. Aber die Hauptsache ist, dass es Hans besser geht. Ja. Ich wollte mich verabschieden. Wir brechen auf. Ihr brecht schon auf? Tja, dann lass dir gesagt sein, dass dein Aufenthalt einem alten Soldaten das Herz erwärmt hat. Wirklich? Tja, das freut mich. Auf Wiedersehen, Colonel. Auf Wiedersehen, Colonel. Auf Wiedersehen, Kate. Gute Reise. Ja, das war für mich auf jeden Fall ein Bedürfnis, ihm nochmal wieder auf Wiedersehen und Lebewohl zu sagen. Er hat ja schließlich doch alles umsonst rausgerückt. Bei anderen Leuten hätte er wohl abkassiert. Und erstaunlicherweise ist der Plakatekleber fertig geworden. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Apropos nicht erwartet, was ich hier auch nicht erwartet habe. Seltsames Gefährt. Ist, dass wir ohne Malka fahren werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wird sich an Bord schleichen, wenn sie da hinten ganz traurig rumsteht. Oder mit diesem Gefährt sich irgendwie ankoppeln und uns dann folgen. Ich habe keine Ahnung, wie die es hinkriegt, aber die wird wahrscheinlich irgend so einen Blödsinn machen. Ihr wäre das zuzutrauen. Alle! Hopp! Hopp! Alle! Hopp! Hopp! Alle! Hopp! Hopp! Ah, jetzt reicht's aber. Hau ab, du Dreckshund. Los, weg hier. Kann ich den haben? Scheinbar nicht. Gilt es auch noch abzuwarten. Vielleicht kriegen wir den auch nochmal mitgeliefert. So. Ich hab dir dein Metallherz mitgebracht. Guten Tag, Herr Zirkus. Ah, guten Tag, Fräulein Walker. Was ist mit dem Yuki? Als ich reinkam, schienen Sie sehr wütend über diesen komischen Hund zu sein. Hund, sagen Sie? Hier nennt man das einen Yuki, Fräulein Walker. Weil Sie von den Yukol-Eskimos gezähmt werden. Yukol, Yuki. Ein Yuki? Lassen Sie sich nicht täuschen, Fräulein Walker. Sieht zwar aus wie ein Hund, ist aber keiner. Wohl eher eine Mischung aus Robbe und Bär, mit einer Prise viel Fraß. Und Sie versuchen, ihm eine Zirkusnummer beizubringen? Von wegen. Ich gebe zu, ich hab's versucht. In Ermangelung eines Besseren. Aber ein zivilisierter Mensch kann aus diesem Vieh wirklich keinen Nutzen ziehen. Das Tier widersetzt sich jeder Form von Dressur. Es will nur fressen. Ja. Hans geht es wieder besser. Herr Zirkus, ich wollte Ihnen Neuigkeiten von Hans bringen, bevor wir abreisen. Hat der alte Patriarch ihn geheilt? Genau genommen, das kann man wohl nicht sagen. Geht es ihm besser? Oh. Es könnte ihm besser gehen. Aber er möchte die Reise fortsetzen. Sagen Sie ihm, ich wünsche ihm viel Glück, Fräulein Walker. Sag ich ihm. So, und wir werden bald abfahren. Herr Zirkus, ich möchte mich für Ihre Gastfreundschaft bedanken. Wir werden Romansburg bald verlassen. Ah, das ist sehr schade, Fräulein Walker. Sie verpassen meine Pferdenummer. Ich beginne mit den Vorstellungen, sobald ich diese verflixten Automaten repariert habe. Das werde ich dann wohl ein anderes Mal nachholen müssen.
Ja, Pferdautomat, den können wir übrigens reparieren. Funktionieren die Pferde nicht? Ich hatte Herrn Vorarlberg gebeten, sie sich anzusehen. Aber aufgrund dieses schrecklichen Anfalls, den sie miterlebt haben, kam er nicht dazu. Vielleicht kennen Sie sich ja damit aus, Fräulein Walker. Ich heiße zwar nicht Hans Vorarlberg, aber ich kann's ja mal versuchen. Ich muss weiter. Wir plaudern nachher noch mal mit dem Zirkus. Gott beschütze Sie, Fräulein Walker. Ich bin der Meinung, wir sollten zuerst dieses Ding hier reparieren und dann noch mal mit denen plaudern, bevor wir die Abfahrt komplett antreten. Das folgt in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.